So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. So. Jo. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei dem netten Koop-Bereich von Shulva. Da ins Gemach der Priesterin. Und am besten probieren wir es dieses Mal mit beiden NPCs. Außer wir finden PCs heute. Was aber fast schon zu bezweifeln ist. Dummdi-dumm. Hilfe, ja, Hilfe wäre sch nicht schlecht. Ne. Leider keine zusätzliche Hilfe in Sicht. Also müssen wir mit den beiden vorlieb nehmen. Der Bossfight ist eigentlich relativ einfach, im Gegensatz zu vielen anderen Bossfights in den DLCs. Ah. Alphys macht uns sogar noch Licht. Ah, das heißt, wir können loslegen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder die Jungs ausschalten. Das ist nicht gut. Au. Nein, das hat nicht gut geklappt. Und jetzt sind auch alle Seelen weg, die wir noch hatten. Okay. Ja. Naja, gut, um die Seelen, um die knapp 20.000 oder was es waren, bringt es jetzt nicht viel zu weinen. Das war halt ein ziemlich dummer Start jetzt. Um hier durchzukommen. Als ich selber privat gespielt habe damals, hatte ich Glück, dass hier zwei andere Spieler zum Rufen waren, die ich damals gerufen hatte. Mit denen sind wir dann einfach ziemlich gut durchgerusht durch das Gebiet. So. Lasst mich. Au. Hier zurück. Genau, und battelt die beiden mal. Oh, und einer von ihnen ist vergiftet. Ich heile sie beide mal ein bisschen. Die gehören ja zur Not immer noch Estus trinken. Genau, das Schlimme mit den beiden ist es jetzt einfach hier durchzukommen. Ohne zu sterben. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ich mich runterfallen lassen muss. Nicht hier, hier stehen zwei giftige. Ich glaube, hier ist richtig. Nein, hier ist nicht richtig. Au. So, der ist weg.
Jetzt muss der weg. Au. Der weg. Und das war der falsche Weg. Ich bin gerade etwas orientierungslos. Muss ich ehrlich zugeben. Oh, hi. So, dankeschön. Das war auch nicht richtig. Nein, hier war die Truhe dahinter und Gott sei Dank habe ich das Steinschutzding so oft, wie ich schon getroffen wurde. Jetzt schwenke es zwar hier lang, aber da muss es der Tunnel ein zweiter sein? Nein. Hä? Bin ich gerade echt so doof, mich zu orientieren? Ja, ich bin wohl zu doof, mich zu orientieren. Nein, ich will nicht in die Ecke drängen lassen von meinen beiden NPCs. Ach, hier lang, oder? Ja. Hier lang. Ah, Gott sei Dank. Und wisst ihr was? Ich zünd hier mal die Fackel an, dass ich das schneller finde im Falle eines Todes. So. Dann würde ich sagen, nochmal hochheilen. Und die drei... Den Spucker ignorieren. Den ausschalten. So, au. Den Wurm ausschalten. Den ausschalten. Er ist weg. So, er ist auch weg. Jetzt sind nur noch die beiden Spucker hier hinten übrig. Die machen aber nicht so viel. Aus. So. Jetzt gucken wir, dass wir hier durchkommen. Wechseln den Ring zum Ring der Klingen, dass wir mehr Damage machen. Und dann Bossfight-Zeit. Jawohl, da sind schon beide da. Wow. Macht ihr mal was Gescheites, dass die nicht mehr die ganze Zeit mich angreifen. Genau. Au. Ah, runterfallen können wir. Das hilft uns kurzzeitig, uns jedenfalls. Nein, das ist nicht gut. So, weil wir...
Sind so kurzzeitig aus der Schussbahn. Au. Mist. Ja, wir waren so kurzzeitig aus der Schussbahn, aber wir konnten hier oben nicht helfen. Aber hey. Das war der erste Versuch der Aufnahmesession. Wir schaffen das noch irgendwie. Wenn wir Glück haben, treffen wir jetzt auf einen anderen Spieler, der uns helfen könnte. Nein. Leider haben wir das Glück nicht. Also müssen wir es wieder mit den beiden versuchen. Gut. Jetzt warten wir mal, bis die beiden angelaufen kommen. Diesmal können wir uns nämlich gut zurückziehen. Und einen schon mal loswerden. Und den zweiten loswerden. So. Und Nummer 3 sind wir auch los. Oh, und da ist schon einer von uns runtergefallen. Oh, ouch. Nein, 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 nein. Versteinert werden ist nicht so gut. Stehe ich hier gerade sicher? Ja. Einfach durchracen. Die anderen beiden werden schon nachkommen. Alphys ist schon mal da. Oh, André sieht nicht so gut aus. So, gut. Schnell runterspringen. Und heilen. Am besten gleich nochmal heilen, weil wir kriegen ja gleich nochmal Gesellschaft. Ja, die Spuckdinger sind lästig. Oh, Gift ist auch nicht gut. Den Wurm ausschalten und die beiden. Wow, das war böse. Ja, genau, da ist der Wurm doch eine große Hilfe. Ah, da nicht. So. Einmal schnell hochheilen. Und durch hier. Mann, das war jetzt ein bisschen Risiko. Aber jetzt habe ich meinen Blitz weggemacht. Okay, dann kann ich ja glatt nochmal heilen. Ich weiß gerade gar nicht, kann ich den Speer auch damit verzaubern? Nein. Das ist schade. Gift wäre halt effektiv gewesen.